Ja, ich denke, dass die Zusammenfassung vielleicht mal recht zutreffend war für vieles, was mir selber auch aus der Seele spricht und was so meinen eigenen Erfahrungen auch entspricht. Als mir diese Dinge immer mehr bewusst wurden, habe ich vor vielen, vielen Jahren schon angefangen, mich mit dem Thema Autarkie, Selbstversorgung, Loslösung aus dem System so weit wie möglich beschäftigt. Da ich natürlich als Bürotäter, Schreibtischtäter auch nicht über die Kenntnisse am Anfang verfügt habe, die ich heute sukzessive nach und nach erworben habe, hatte ich natürlich eine Situation vorgefunden, dass mir die Problematik bewusst war, aber dass ich natürlich selber nicht wusste, was mache ich denn jetzt für mich. Und habe mich dann mit vielen, vielen Menschen befasst und getroffen und ausgetauscht, die in dem Bereich Selbstversorgung, Autarkie oder anderer Formen und Möglichkeiten zusammenzuleben schon lange beschäftigt haben, habe viel mit Augen und Ohren geklaut, habe versucht, vieles Neues dazuzulernen und vieles in mein Leben oder in die neue Form meiner Zukunft ein bisschen zu integrieren. Und ich möchte mal so einige Dinge jetzt hier zusammenfassen. Das Thema Kontrolle und Abhängigkeit versus Eigenverantwortlichkeit, Selbstversorgung und Autarkie. Schöne heile Welt. Wir haben das eben schon in der Zusammenfassung in den Videos gesehen. Frieden und Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, soziale Marktwirtschaft, Gesundheitssysteme zum Wohle der Bevölkerung, gesicherte Geld- und Währungssysteme, technischer Fortschritt zum Nutzen der Menschheit, bezahlbare Energieversorgung für alle. Informations- und Unterhaltungsmöglichkeit für alle, Nahrungsmittelversorgung in großer Vielfalt, Meinungsfreiheit. Empfinden Sie die Welt wirklich so? Oder blicken wir täglich nur auf eine Fassade, eine Matrix, ein Scheinbild? Viele von Ihnen kennen den Film vielleicht. Und vielleicht auch die hintergründigen Botschaften in dem Film. Wenn Sie jetzt vielleicht bei diesen ganzen Sachen, mit denen Sie sich in der Vergangenheit vielleicht auch schon befasst haben, das Gefühl haben oder den Eindruck mal hatten, dass bei Ihnen Angst aufkam, dann möchte ich Ihnen eines sagen, dass diese ganzen Dinge natürlich, das Thema Angst dazugehört fürs System, weil Angst natürlich eine hervorragende Möglichkeit ist, uns alle als normale Menschen zu steuern. Wenn ich die Welt beherrschen wollte, was würde ich tun? Ich habe mal die Dinge zusammengetragen. Einige Sachen kamen eben auch in den Videos schon. Ich würde ein System erschaffen, das an seiner Oberfläche nach Freiheit, Mitbestimmung aussieht und diesem Ganzen einen sozialen Anstrich geben. Ich würde ein System kreieren, das alle zu kontrollierenden Menschen mit einbezieht und vor allen Dingen mit beschäftigt. Ein System, das mir die Möglichkeit gibt, Meinungs- und Bildungs- und Erziehungsbereiche zu steuern. Ein System, das mir alleine die Macht gibt, sämtliche Grundbedürfnisse, zum Beispiel Energie, Wasser, Lebensmittel zu kontrollieren. Ein System, das mir die Monopolstellung der Geldschöpfung garantiert. Ein System, in dem ich Judikative und Exekutive besetzt halte. Ein System, das sämtliche alte und neue Wissensansätze und Erkenntnisse im Keim erstickt, die den Menschen helfen würden, sich selber mehr Unabhängigkeit zu verschaffen. Und ganz, ganz wichtig, das ausreichend neue Oppositionsbewegungen gleich mitliefert, um der Masse als Ventillösung zu dienen. Diese würden dann einen gewissen Anstrich im Bereich Umweltschutz und Menschenrechte erhalten. Damit habe ich den Sack zu. Jetzt sind wir wieder beim Thema Angst, wenn das jetzt den einen oder anderen nervös macht, weil er meint oder weil er erkennt, dass diese Dinge tatsächlich heute schon so funktionieren. Ne? Das Thema Realität und wie sieht es wirklich aus? Dann kommen wir dazu, welcher Instrumente würde ich mich bedienen, um diese Sachen umzusetzen. Ganz wichtig, das Thema Angst, das Thema Neid. Eine geschickte Bewirtschaftung des Neids ist natürlich immer sinnvoll fürs System. Das Thema Polarisierung, das Thema Ohnmacht, was der Alexander Wagant eben ansprach, das Thema Schuldgefühle, ich bin schuld an der Klimaerwärmung und so weiter, das Thema Beschleunigung, das Beispiel mit dem Hamsterrad,
was der Düringer eben brachte. Das heißt, je schneller wir alle laufen im Hamsterrad, desto weniger haben wir natürlich die Möglichkeit und Zeit, uns mit Fragen zu beschäftigen, uns mit anderen Menschen auszutauschen, Dinge zu lesen, die vielleicht wichtiger wären, wie die Sachen, die in unseren qualitätsfreien Medien kommen. Das Thema Ablenkung, ne, sportliche Großereignisse. Das Thema Verbreiten der Sicherheitslüge. Ne, gib deine Freiheit auf, du bekommst Sicherheit dafür. Kluger Mann hat mal gesagt, wer seine persönliche Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, wird am Ende immer beides verlieren. Das Thema Ausnutzen der Bequemlichkeit der Masse, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Masse ist träge und das nutzen natürlich diejenigen, die das System kennen oder das System pflegen, natürlich geflissentlich aus. Das Thema freie, geheime, demokratische Wahlen. Wenn Wahlen etwas verändern würden, dann wären sie verboten. Aber man kann den Menschen die Angst vor einer Krise nehmen, indem man dieser den Beigeschmack der Katastrophe nimmt. Also alle diese Dinge, die jetzt natürlich passieren, die sind schon real. Man sollte sie auch sehr, sehr ernst nehmen. Ganz wichtig, dass man sie nicht auf die leichte Schulter nimmt, aber man braucht keine Angst haben davor. Man muss sich nur damit befassen, auseinandersetzen, zu versuchen, zu verstehen, in welche Richtung sich der Zug bewegt und sich vielleicht Gedanken machen, wie bin ich zurzeit persönlich für mich aufgestellt, welche Dinge sollte ich in Zukunft vielleicht mal anders machen. Das Thema Wirtschaft, Finanzen natürlich, finanztechnischer Art, aber halt auch weit über den Finanzsektor hinaus. Und da bringe ich Ihnen jetzt ein paar praktisch-technische Beispiele zum Thema Lösungsansätze. Wir haben eben einiges natürlich hervorragend schon von Herrn Professor Bocker gehört, Geld und Finanzen. Absicherung vorhandener Vermögenswerte in physischen Sachwerten. Also da kann ich nur beipflichten, natürlich Gold und Silber, landwirtschaftliche Nutzflächen. Ich habe es noch ein bisschen ergänzt. Das Thema als Handwerker, Techniker oder Unternehmer. Investieren Sie in technische Ausrüstung Ihres Betriebes und stocken Sie zum Beispiel Ersatzteillager oder Materiallager auf. Also auch da kann es sinnvoll sein. Ich kenne zum Beispiel einen großen Autohändler, mit dem ich privat befreundet bin. Der hat aus einer Insolvenzmasse eines anderen Autohauses ein riesen Ersatzteillager für kleines Geld aufgekauft. Und er hat gesagt, egal was passiert, in dem Bereich sind wir immer schon tätig gewesen. Wir haben die technische Ausrüstung, wir haben die Fachleute im Betrieb. Ich habe jetzt so viel Material liegen, was nicht schlecht wird, was nicht vergammelt bei uns, weil es gut eingelagert ist. Ich kann diese Dinge immer später wieder tauschen, umsetzen, immer wieder eine Dienstleistung erbringen. Da muss man gucken, wo ist man da speziell beruflich gerade aufgestellt, kann ich solche Dinge für mich zum Beispiel auch umsetzen. Sprechen Sie mit Freunden, Nachbarn, Angehörigen, inwieweit diese bereit sind, sich auch anders bezahlen zu lassen, zum Beispiel durch Tausch oder Anbieten von Dienstleistungen oder handwerklich-technischer Hilfe. Es wird bei uns ja immer so dieses Thema Schwarzarbeit natürlich so runtergezogen. Letztendlich ist Schwarzarbeit nichts anderes wie ein freier Markt. Es gibt immer zwei Personen, einer, der eine Arbeitsleistung anbieten kann, einer, der irgendwas gemacht haben will. Wenn zwei untereinander ihre Leistungen tauschen, ist das natürlich für das System hinderlich, weil das System hat keinen Einfluss darauf und keine Möglichkeit, dazu zu verdienen, mitzuverdienen. Schöner ist es natürlich für die beiden, wenn die auf Augenhöhe ihre Dienstleistungen verabreden können und der eine erbringt die Dienstleistungen und erhält seine Bezahlung in welcher Form auch immer. Also nicht so, dass ich hier jetzt offiziell zur Schwarzarbeit oder zum Steuerhinterziehen aufrufe, darf ich natürlich nicht. Aber es ist nur mal ein Beispiel, um darüber nachzudenken. Informieren Sie sich über gänzlich andere Denkansätze zum Thema Geld. Tauschringe, Regionalwährungen, eigene Dienstleistungen als Tauschmittel. Es gibt auch ein Beispiel, habe ich mal unten angebracht, das Thema Minuto, Zeitgutscheine, weil Zeit natürlich für alle von uns, wir haben alle eine begrenzte Lebenszeit hier auf diesem Planeten und wir haben natürlich, für jeden ist natürlich eine Stunde Lebenszeit genauso wertvoll wie für den anderen, für ihren Nachbarn, der gerade neben Ihnen sitzt. Und es gibt also eine ganz pfiffige Sache mit dem Minuto, fand ich ganz interessant, Zahlgutscheine in Form von Zeitgutscheinen. Also es gibt einfach viele, viele Möglichkeiten mittlerweile, das ist nur ein kleines Beispiel, sich mit dem Thema anders bezahlen auseinanderzusetzen. Lösungsansätze Energie. Eigene Strom-, Notstromversorgung durch eigenes Dieselaggregat ist eine Möglichkeit, um gerade mal kurzfristige Spitzenzeiten einer Krise zu überbrücken. Wobei Dieselaggregat natürlich interessant ist, weil Diesel viel, viel länger haltbar ist wie Benzin.
mögliche Nutzung von Pflanzenöl als Treibstoff für Stromaggregat oder Auto. Ich habe das selber 3 Jahre lang praktiziert in einem alten Volvo, den ich hatte, und habe Pflanzenöl getankt, was kein Problem war für das Auto. Ich habe den Wagen mit knapp 200.000 Kilometern mit Pflanzenöl gefahren, was ich für unter der Hälfte des normalen Dieselpreises damals eingekauft hatte. Also auch diese Möglichkeiten bestehen. Festbrennstoff wie Holz, Kohle zum Heizen, Kochen von Gaskocher oder Hochleistungskocher. Wir haben da hinten von Autarke Welt bei uns auf dem Tisch mal einen aufgebaut, damit man sich sowas mal anschauen kann. Notstromnetze, auch auf 12-Volt-Basis möglich, was in der Caravan-Technik schon lange verbreitet ist und genutzt wird. Also auch da gibt es Möglichkeiten, wenn ich mich unabhängiger machen will oder wenn ich vielleicht ein Gästehaus oder ein Gartenhäuschen aufbaue, wo ich sage, ich will nicht an das normale Stromnetz dran. Da gibt es auch technisch andere Lösungen. Da müssen Sie mal mit einem Fachmann sprechen, der sich mit diesen Dingen auskennt. Solar-Windenergie. Prüfung von weiteren Möglichkeiten der Nutzung von freier Energie. Da gibt es mittlerweile ja auch immer mehr im Internet, also das Thema Wasserstoff, braunes Gas etc. Kleinere Möglichkeiten, zum Beispiel Taschenlampen, Radios etc. Geräte, die sich mittlerweile mit Solarfeldern betreiben lassen oder die mittlerweile mit Kurbeln oder mit anderen Möglichkeiten angetrieben werden. Solar-Akkulademodule zum unabhängigen Aufladen aller Akkus und zu betreibenden Geräte. Da haben wir auch mal so ein Beispiel mitgebracht, das kann man sich mal anschauen. Wasserstoff und Energie 2, Lösungsansätze, zum Beispiel ein Praxisbeispiel, was wirklich vielfach mittlerweile in Deutschland aufgebaut und genutzt wird. Biomeiler im Kleinformat, in Anführungszeichen, also zur Eigenversorgung. Also nicht diese Biomeiler, die jetzt zurzeit überall in den Dörfern entstehen, wo also Lebensmittel vergast und vergärt werden, sondern in diesem Bereich wirklich aufgebaut auf Holzhackschnitzel. In diesem Bereich stehen diese beiden Meiler in der Nähe von Bremen bei einem Hotel. Die haben 130 Kubikmeter und bringen mit 10 Grad kaltem Wasser, was man reinbringt, 50 Grad warmes, bis zu knapp 52 Grad warmes Wasser raus, und die nutzen es dort überwiegend zur Brauchwassererwärmung fürs Hotel, zum warmen Duschen etc. Und das sind einige Tausende von Liter Heizöl, was die in der Zeit, anderthalb Jahre etwa laufen die, je nachdem wie die Zersetzung durch die Mikroorganismen ist, was die bringen. Also solche Dinge kann ich natürlich auch auf dem eigenen Grundstück aufbauen. Zurzeit sind die Sachen meistens noch nicht verboten und Genehmigungen brauche ich da bislang, weil es noch nicht so viele machen, in aller Regel nicht. Die haben das wirklich hinterm Hotel 2 Stück davon aufgebaut und ich habe mir das ganze Ding wirklich mal komplett angeguckt, das ist hochinteressant. Kosten davon waren eben mit dem Erstellen, also ist sogar einer hier heute im Raum, der bei der Aufstellen dieser Biomeiler mitgearbeitet hat, ne Jörg? Ist er da? Da, genau. Du hast mitgeholfen, du weißt, wie das gelaufen ist. Ich denke, das war eine interessante Sache. Also das ist eine der weiteren Möglichkeiten, die ich natürlich nutzen kann. Kleinere Sachen natürlich auch, wenn ich Obst und Gemüse lange lagern will und trocknen will und die Trocknung natürlich nicht über das normale Stromnetz machen möchte, dann kann ich also auch Solartrockner nehmen, die wirklich netzunabhängig arbeiten, wo ich also zum Beispiel Kräuter für Tees, Teeverarbeitung oder auch Obst und Gemüse trocknen kann. Solche Dinge sind auch relativ einfach selber herzustellen. Wir haben die bei Autarke Welt auch mit im Programm, aber im Prinzip können Sie die selber bauen. Ne? Was ganz interessant ist beim Thema Energie. Es gab vor 7 Jahren ein Bericht des Bundesforschungsministeriums, und zwar war das der Bericht E-5001-15, der stand nur etwa für 2 Wochen im Internet. Dann wurde der wieder rausgenommen, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass das doch eigentlich ein ganz brisantes und interessantes Thema für die Bürger war und war danach nur noch auf Anforderungen in Schriftform, in Papierform zu erhalten. Da natürlich die meisten gar nicht wussten, dass so ein Bericht existiert, hat sich da eigentlich keiner kaum drum gekümmert. Ich habe mir einige Exemplare damals mal zuschicken lassen. Und ich bringe Ihnen mal nur mal so ein paar Auszüge daraus, um was es ging. Also die Zukunftstechnologien für nachhaltige Entwicklung, unkonventionelle Ansätze zur Energiegewinnung und Aktivierung biologischer Prozesse. Es wurden also 6 verschiedene Energiegewinnungsprozesse dargestellt, durchleuchtet und also auch wissenschaftlich bestätigt. Und der Tenor war, klar, wir wissen, dass es funktioniert. Aber es ging zurück auf Ansätze von Nikola Tesla in den 20er Jahren
Und es wurde so hingestellt in dem Bericht, naja, das war früher so eine kleine Forschungsgemeinschaft von einigen, ich sag mal so, Verrückten, die sich mit diesen alternativen Themen befasst hatten. Mittlerweile kommt das immer mehr wieder in den Blickwinkel der Öffentlichkeit zurück. Immer mehr Leute versuchen natürlich aufgrund der spürbar gestiegenen Energiekosten sich auch mit solchen Dingen wieder zu befassen. Daraufhin wurde die Studie erstellt und Ziele der vorliegenden Studie ist es, vor diesem Hintergrund mögliche geeignete, bisher von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene Ansätze und Verfahren zu identifizieren und erläutern. Seit einigen Jahren hat sich die Situation geändert. Also da sind sie vorher drauf eingegangen. Früher hat sich da keiner für interessiert. Das ist so als Spinnerei abgetan worden. Mittlerweile aber, da fing der Satz wieder an, seit einigen Jahren hat sich die Situation geändert, da sich zunehmend auch formal qualifizierte Wissenschaftler, man beachte die Ausdrucksweise, und Ingenieure mit der Entwicklung unkonventioneller Technologien befassen, deren Funktionsweise zum Teil mit den gängigen naturwissenschaftlichen Theorien nicht erklärt werden können. Also Nikola Tesla hat damals in den 20er Jahren Energie gewonnen an einer Stelle und hat ohne Kabel 50 Meter weiter einen Motor, einen Elektromotor mit betrieben. Also ich bin kein Physiker, ich kann es mir nicht erklären. Für mich, auch für meine Denke, brauche ich da immer noch ein Kabel, um da hinten was laufen zu lassen. Faktisch ist es aber belegt, dass er das getan hat. Also viele Sachen, die unsere Schulmedizin, hätte ich beinahe gesagt, Schulwissenschaft so nicht darstellen kann, sind aber in der Praxis tatsächlich schon möglich. Das Interessante an das ganz Spannende an der Studie, die Quintessenz hinterher war natürlich, an dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Erstellung der Studie keine Änderung der sektorpolitischen Grundsätze des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Umwelt- und Energiebereich impliziert. Das heißt, im Prinzip sagen die damit natürlich, wir wissen, dass es sowas gibt. Klar, wir könnten das auch alle nutzen. Steht in der Studie auch drin, dass es weltweit verschiedenste Bereiche gibt, wo diese Dinge schon angewandt werden. Aber natürlich, wir machen so weiter wie bisher, natürlich nur zu unserer aller Sicherheit, weil es nicht ausreichend erprobt ist. Die wissen schon lange, dass wir weder Atomenergie noch Wind noch Öl noch Sonne anzapfen müssen, dass wir mit ganz anderen Energiegewinnungsformen uns quasi zum Nulltarif unbegrenzt versorgen können schon. Die Frage ist natürlich, warum werden diese nicht zugelassen? Diese neuen Möglichkeiten. Aber die Antwort muss ich Ihnen ja nicht geben. Ne? Lösungsansätze Lebensmittel. Sinnvolle Vorratshaltung, je nach persönlicher Einschätzung und Möglichkeit. Natürlich ist es so, wenn durch irgendwelche Ereignisse ausgelöst, mal der Aldi, Lidl, Rewe oder Co. mal zu hat oder mal nicht mehr die Lebensmittel liefern kann, wo kriege ich denn dann meine Sachen her? Gerade wenn ich auch in der Spitze einer Krise oder einer schwierigen Situation mal überbrücken muss, macht es natürlich durchaus Sinn, eine gewisse Vorratshaltung zu haben. Das ist auch nichts Neues. Früher, wenn Sie mal 100 Jahre oder 200 Jahre zurückgehen, haben die Menschen immer für die Zeit über den Winter Vorräte gelagert. Die Großeltern haben eingekocht und so. Kann heute kaum noch wer, also macht auch kaum noch wer, weil es sich zeitlich für viele nicht lohnt. Das war ganz normal, Lebensmittel zu lagern, zumindest für die Winterzeit für 6 Monate oder für eine gewisse Zeit. Lebensmittel, Selbstversorgung, Eigenanbau von Obst und Gemüse. Das ist natürlich das ganz charmante Thema, sich damit zu befassen, wie wird denn was hergestellt oder was kann ich denn selber nutzen. Also alles das, was Bio oder Organic ist, in Kanada läuft die ganze Bio-Schiene unter Organic. Ich bin mir da immer nicht so sicher, wenn ich diese Sachen dort kaufe, also auch hier nicht unbedingt immer. Inwieweit das tatsächlich Bio oder Organic ist. Für mich ist es Bio oder Organic, wenn ich den Hersteller oder den Produzenten der Ware tatsächlich oder den Lebensmittel kenne. Oder am besten, wenn es die eigene Familie ist, wenn es Möglichkeiten gibt, eigenes Obst und Gemüse zum Beispiel zu nutzen. Bei geringem Platzangebot habe ich natürlich die Möglichkeit, also nicht jeder braucht unbedingt eine Farm, um sich selbst zu versorgen. Von anderen Anbau- oder Anpflanzmethoden, zum Beispiel Kartoffelturm, Hügelbeete etc. Es gibt ein hervorragendes Buch, das damals meine Mitkommilitonen bei der Sepolzer-Ausbildung geschrieben haben. Das heißt Jeden sein Grün. Da haben wir, glaube ich, noch 2 Exemplare, haben wir, glaube ich, noch da. Da wird mal das Thema urbane Permakultur beschrieben. Das heißt, was kann ich tun, wenn ich zu Hause nur einen Balkon habe, wenn ich nur ein Garagendach habe oder einen kleinen Vorgarten? Kann ich da trotzdem
eine gewisse Menge und eine gute Qualität an Lebensmitteln selber erzeugen und gewinnen. Wie geht das? Wie geht es technisch? Was kann ich umsetzen? Und es sind ganz, ganz, ganz pfiffige Methoden da beschrieben. Das ist das erste Buch im deutschsprachigen Bereich, was sich mit urbaner Permakultur beschäftigt. Hat ein Schweizer, eine Österreicherin und ein Deutscher geschrieben. Und Sepp Holzer hat ein bisschen Pate gestanden bei dem Buch. Das merkt man auch. Der hat natürlich ein paar gute praktische Tipps noch mit dazu gegeben. Suchen Sie sich Ihren eigenen Landwirt, bauen Sie sich neue Kontakte auf und fragen Sie nach den Möglichkeiten des direkten Bezuges von Erzeugnissen, von eigenen Anbaumöglichkeiten Ihrer Lebensmittel auf kleineren Landflächen oder Hofflächen. Viele Landwirte haben Teile, kleinere oder größere Teile ihrer Hofflächen brachliegen, nutzen die nicht. Und Sie haben durchaus die Möglichkeit, wenn Sie solche Leute ansprechen, durch Tausch oder durch ein kleines Entgelt Teile der Flächen zu nutzen. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Ich habe da festgestellt, wenn man mit den Landwirten spricht, die sind relativ offen, viele zumindest, wenn man sie mal vorsichtig auf diese Thematik hinführt, kann man da natürlich auch, ohne dass man eigenes Land besitzt, einfach eine Vereinbarung treffen, dass man Teile davon vielleicht nutzen mag. Sind Sie Vermieter von Land- und Forstflächen, vereinbaren Sie mit dem Pächter, mit dem Landwirt zum Beispiel, vertraglich eine mögliche Bezahlung in Form von Erzeugnissen. Eine Naturalklausel in den Pachtvertrag reinzusetzen. Das heißt, man muss dann die Möglichkeit haben, ich weiß es aus dem Freundeskreis, die haben größere Waldflächen und die haben es so vereinbart, dass die innerhalb eines Monats können die als Verpächter mit dem Forstwirt, der das nutzt, umstellen auf eine Naturalklausel, sprich die kriegen dann nicht mehr Euros oder die bunt bedruckten Zettel, die dann vielleicht keine Kaufkraft mehr haben, sondern Festmeter Holz geliefert. Was ja nicht dumm ist, weil Brennholz, wer die Preissteigerung in den letzten 10 Jahren von Brennholz hat, Rendite gehabt wie eine Bundesstaatsanleihe oder ähnliches. Solidarische Landwirtschaft, auch eine interessante Geschichte. Ich kann mich durch monatliche oder jährliche Zahlungen in einem landwirtschaftlichen Betrieb mit einkaufen und kann deren Erzeugnisse nutzen, kann mithelfen oder kann mitgucken, wie es dort wie produziert wird. Und bin da mittendrin, bin quasi Teilhaber. Da finden Sie im Internet unter Solidarische Landwirtschaft einige ganz tolle Beispiele, die bundesweit mittlerweile laufen und funktionieren. Essbare Wildpflanzen, eines meiner Lieblingsthemen mit. Da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mich selbst zu versorgen, weil sehr, sehr viel an Wildgemüse oder an Pflanzen draußen wächst, was wir gar nicht mehr kennen, was den Leuten nicht geläufig ist. Und wo den Leuten überhaupt nicht bewusst ist, dass diese Sachen häufig einen viel, viel besseren Nährwert haben als das, was wir im Supermarkt kaufen. Was häufig schon lange liegt im Supermarkt, was lange Wege, Transportwege hinter sich hat. Wenn die Weintrauben im Winter aus Argentinien kommen oder so, haben die natürlich nicht mehr diesen Nährwertgehalt, wie zum Beispiel vielleicht essbare Wildpflanzen haben. Eine Brennnessel hat dreimal so viel Vitamin C wie eine Zitrone. Also es gibt da einfach die Möglichkeiten und es ist kostenlos und in der Natur die Pflanzen, die dort zur Verfügung stehen, die geerntet werden können oder genutzt werden können, es sind immer nur die starken Pflanzen, die in der Natur überleben. Da gibt es eine Positivselektion in der Natur, wenn ich da dann entsprechend das Obst, Gemüse oder den Giersch oder die Brennnesseln oder Sauerampfer oder was auch immer ernte, dann kann ich davon ausgehen, dass ich immer die gesündesten und die besten Pflanzen dann habe. Lösungsansätze Wasserversorgung. Unser wichtigstes Lebensmittel ist ausreichend sauberes Trinkwasser. Also ohne Trinkwasser geht gar nichts. Ne? Woher wird Ihre persönliche Wasserversorgung gewährleistet? Die meisten haben sich damit bislang noch nie befasst oder wenig. Die meisten drehen den Hahn auf, es kommt aus dem Wasserhahn. Aber wer ist denn der Wasserversorger? Wem gehört denn die Wasserversorgung? Ist es noch regional irgendwo oder gehört es irgendeinem Großkonzern? Wie alt sind die Leitungsnetze, wie ist die technische Überwachung, wie ist die Qualität des Wassers? Verfügen Sie über ausreichend genug Trinkwasserspeicherkapazitäten, wenn mal nichts mehr aus der Leitung kommt? Haben Sie vielleicht einfach mal ein bisschen Wasser gelagert? Ich habe das Thema, dass ich in Kanada keinen Anschluss an das reguläre Leitungswassernetz habe, was in den Großstädten in Kanada natürlich auch vorhanden ist, sondern ich habe 2 gebohrte Brunnen. Jetzt kann es aber mal sein, was einmal vorgekommen ist in den 8 Jahren, seitdem ich auf der Farm bin, dass technisch bedingt die Pumpe, die Wasserpumpe ausfällt und ich komme dahin, komme aus Deutschland, steige aus dem Flieger, fahre zur Farm hoch und versuche das Wasser aufzudrehen, es ist kein Wasser da. Das heißt, ich habe immer natürlich ein paar Kanister oder Glaskaraffen mit Wasser stehen, die ich dort gelagert habe, einfach für eine gewisse Zeit nur, die ich auch immer wieder erneuere oder austausche dann. Kann man Wasser einkochen? Nee, Wasser können Sie für eine gewisse Zeit lagern.
wichtig ist, dass, oder auch hilfreich ist, wenn das Wasser dunkel steht. Auch wegen Algenbildung etc. Und man sollte natürlich gucken, in welchen Gefäßen man es lagert. Am besten sind natürlich Glaskaraffen, Braunglas oder Blauglas. Aber alles andere auch eintrocknen kann. Das ja. Würde ja. Wasser nicht auch reichen, wenn man es eintrocknet? Das kann ich Ihnen technisch nicht sagen, ob Wasser sich länger hält. Wenn man's, also ich weiß, dass man es auf alle Fälle dunkel lagern sollte und idealerweise natürlich in Glaskaraffen oder Glasbehältern Blauglas oder Braunglas natürlich. Ne? Ja, damit kann ich natürlich Wasser sicherlich auch länger haltbar machen. Ne? Da gibt es viele Möglichkeiten. Besteht die Möglichkeit der Nutzung von eigenen Trinkwasserbrunnen? Das ist mittlerweile in Deutschland ja schon immer ein bisschen schwieriger. In Kanada geht das noch. Ich brauche normalerweise heute in den meisten Regionen schon eine Genehmigung, wenn ich einen Brunnen bohre. Und sobald ich eine Genehmigung einhole, bin ich natürlich wieder im System drin. Das heißt, es kommt wieder einer, der A abkassiert, einer, der B kontrolliert, der irgendwo eine Rechtfertigung gibt, dass es ein Gesetz oder eine Durchführungsverordnung gibt, hier wieder einmal im Jahr vorbeizuschauen. Informieren Sie sich über das Thema Wasserfilter, Reinigungsanlagen, Umkehrosmose zum Beispiel oder verschiedene anderen Anlagen zur Filterung von Oberflächenwasser. Habe ich hier mal was hingepackt, haben wir hinten auch zum Anschauen. Also auch da gibt es natürlich mittlerweile technische Lösungen, die aus dem Bereich Trekking und Reisetechnik kommen, aber auch aus dem Militärbereich, die ganz hervorragende Möglichkeiten bieten, Wasser, also bis hin von radioaktiven Partikeln zu reinigen, bei der Umkehrosmose zum Beispiel. Besorgen Sie sich Literatur zum Thema Wasser und Wasserfilteranlagen. Also mit dem Thema, also es gibt einen japanischen Professor, dessen Namen ich immer wieder schwer aussprechen kann, Masamoto oder so wie er heißt, der sich sehr intensiv mit dem Thema Wasserforschung befasst hat. Da gibt es sehr spannende Literatur zu. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das Thema Technik. Denken Sie über alte, bewährte, robuste Technik nach. Mechanik. Holzherde, Kornmühlen. Saft- und Obstpressen gibt es auch mechanisch, Petroleumlampen, mechanische Uhren, Fahrräder, Hobokocher, transportable Kocher, wo ich unabhängig bin von irgendwelchen S-Bit- oder Petroleumlieferungen, weil die mit allen möglichen brennbaren Stoffen zu betreiben sind. Nähmaschine mechanisch gibt es auch noch. Also es gibt viele Sachen, deswegen dieses Thema Mechanik, weil Sie da natürlich sehr, sehr viel selber reparieren können. Also es gibt ja heute, wenn Sie ein modernes Auto gucken, machen die Motorhaube auf, es ist alles verkleidet, Sie brauchen Spezialwerkzeug, es ist so viel Elektronik, Fehler können nur noch mit speziellen elektronischen Geräten ausgelesen werden. Je komplizierter irgendwo ein Ding ist, desto mehr brauchen Sie wieder Spezialisten, desto mehr brauchen Sie das System, was Ihnen ermöglicht, überhaupt diese Dinge wieder instand zu halten oder instand zu setzen. Mit vielen alten Sachen brauchen Sie es nicht. Zum Ersten gehen die so schnell nicht kaputt und zum Zweiten können Sie im Ernstfall sehr schnell selber reparieren oder Sie finden in der Nachbarschaft irgendwie jemanden, der technisch bewandert ist, der sowas machen kann. Kommunikation und Netzwerke. Denken Sie daran, wie Sie mit anderen Menschen unabhängiger kommunizieren können. Wir haben ja zurzeit das Thema Internet, was noch ganz gut funktioniert und relativ frei ist, einen der wenigen freien Medien, die wir nutzen können, um Informationen fließen zu lassen. Aber ich fand vorhin das Beispiel mit Stimme und Gegenstimme auch interessant, dass man einfach Handzettel verteilt, kopiert, weitergibt, dass die Leute sich das mal hinlegen und nachvollziehen können. Also verschiedenste Möglichkeiten von Kommunikation zu nutzen, die außerhalb des Systems möglich sind. Zum Beispiel CB und Amateurfunk wird sehr selten noch gemacht, geht aber, es gibt noch einige. Satellitentelefone. Armee-Feldtelefone, das ist mal ein Armee-Feldtelefon, das geht mit dem Kabel. Also da kann man mal über ein paar hundert Meter, wenn man jetzt mal sagt, ich brauche, was weiß ich, bis zum Geräteschuppen oder bis zum Gartenhaus irgendwo oder bis zum Gästehaus mal eine Telefonverbindung. Solche Dinge kann man auch nutzen. Briefe schreiben, finde ich immer sehr charmant. Bilden Sie Netzwerke mit Freunden, Nachbarn, gleichgesinnten Menschen, um sich gegenseitig zu helfen, zu informieren und zu unterstützen. Dieses Thema Wissen und Informationen fließen zu lassen. Das ist eigentlich das, was heute auch auf dem Tenor Umdenken, Wissen teilen steht. Das heißt, immer wenn jemand irgendein spezielles Wissen hat, was die anderen nicht haben, bringt es auf Dauer nichts, wenn der das für sich behält. Es macht immer Sinn, wenn ich mein Wissen gegen das Wissen anderer Menschen tausche. Wissen, Fähigkeiten, eigenständiges Denken.
Befassen Sie sich mit handwerklich, hauswirtschaftlichen Techniken, allen Dingen, die im normalen Tagesablauf tatsächlich wichtig sind. Besorgen Sie sich Fachliteratur dazu oder sprechen Sie mit Menschen, die diese Fähigkeiten noch besitzen oder bei denen Sie lernen können. Also das meiste von den Dingen, die ich bei mir zum Beispiel für mein Autarkie-Projekt in Kanada brauche, von dem Wissen, was ich da gelernt habe, habe ich wirklich von Leuten erhalten, die sich auch selber damit schon viele, viele Jahre befasst haben. Also weniger welche, die irgendwo beruflich das schon gelernt haben, sondern welche viele Quereinsteiger, Autodidakten, die sich mit diesen Themen befasst haben, wo ich auch wieder klauen konnte und denen natürlich wieder andere Dinge, die ich vielleicht besser wusste, auch zur Verfügung stellen konnte. Kurse und Fortbildung halte ich auch für ganz wichtig. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Immanuel Kant. Also wirklich selber nachdenken, die Dinge hinterfragen, kritisch sein. Einige vorbereitende Lehrgänge, die ich mal besucht habe, ich habe das nur mal so skizziert, dass man mal sieht, so, was man alles so machen kann als Beispiel. Also hier im Hessischen, hofeigene Milchverarbeitung, das war ganz interessant, das war in 2010. Dieses Jahr zum Beispiel Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres arbeiten mit Pferden in der Landwirtschaft, das war auch mal hochinteressant. Also es gibt einfach viele Sachen, mit denen Sie sich befassen können. Sepp Holzer, Permakulturpraktiker, die Jahresausbildung habe ich gemacht, wo ich also sehr, sehr viel mitgenommen habe und die Familie Holzer einfach ein unglaubliches, gebündeltes Praxiswissen hat. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich für diese Dinge interessiert, Permakultur, Selbstversorgung, Gesundheit. Gesunde Selbstversorgung aus der Natur, im Einklang mit der Natur. Also da habe ich eine ganze Menge mitnehmen können. Ausbildungsbeispiel 2013, ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Thema essbare Wildpflanzen, Selbstversorgung aus der Natur. Da gibt es mehrere Kurse und Ausbildungskurse im Kölner Bereich, findet einer statt im nächsten Jahr. Das ist ein Bereich, der ein Kurs von dem Dr. Markus Strauß, der findet im Bereich Nordheim, Göttingen in Südniedersachsen bei uns statt, wo ich jetzt teilnehmen werde. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten, die einen mehr Unabhängigkeit bringen können, wenn man einfach das technisch-praktische, anwendbare Wissen hat. Kurze Zusammenfassung. Stellen Sie sich folgende Frage. Was wird für mich und vor allen Dingen für meine Mitmenschen morgen von Nutzen und Bedeutung sein? Erhalt der eigenen Gesundheit, gesunde Ernährung. Gärtnern und Landwirtschaft, handwerklich-technische Fähigkeiten in Theorie und Praxis, autonome Energieversorgung oder Leben ohne Strom. Das gibt es tatsächlich. Ich kenne auch einen jungen Mann, der mitten in Frankfurt wohnt, der seine Firma vor vielen Jahren aufgegeben hat, hatte ein erfolgreiches Gartenbauunternehmen, hat er aufgegeben und lebt mittlerweile, hat sein ganzes Leben komplett umstrukturiert und hat es versucht, ohne Strom zu leben und macht das auch. Und ich war da, ich habe am Anfang immer gedacht, das geht gar nicht. Und ich habe mir das mal genau erklären lassen. Das ist hochinteressant. Es ist natürlich ein anderer Lebensweg. Also nicht jeder will so einen Weg gehen, aber es funktioniert. Und ich war also sehr beeindruckt davon. Ist nicht so mein Ding, aber ich fand es sehr interessant. Und im Zweifelsfall ist er natürlich vielen anderen überlegen, wenn es tatsächlich mal eine kritische Phase gibt, der wird vieles gar nicht als kritisch wahrnehmen, weil es für ihn gar keine Auswirkungen hat. Ne? Kommunikation, Netzwerke, Nachbarschaftshilfe, Freunde helfen Freunden. Das älteste Netzwerk der Welt ist die Familie. Das sehen wir, dass das zunehmend immer mehr unterminiert wird, ausgebotet wird und zerschlagen wird. Und ich denke mal, da hilft natürlich auch ein Blick hinter die Kulissen. Warum hat das System natürlich ein Interesse daran, diese gesunden familiären Strukturen auseinanderzubrechen und uns natürlich untereinander zu entfremden? Bezahlen ohne Geld. Das sind so diese Themen, die sicherlich sehr wichtig sein werden. Bezahlen ohne Geld kann ich natürlich auch immer, dann, wenn ich gewisse Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten habe, die alle anderen immer brauchen werden. Also ein Steuerberater oder ein Wirtschaftsprüfer oder ein Rechtsanwalt oder so mein Bereich als Finanzfachwirt, was ich mal gelernt habe, ist natürlich im Ernstfall für keinen von Bedeutung. Aber einen Landwirt brauchen Sie, eine Krankenschwester brauchen Sie, guten Heilpraktiker vielleicht, einen Bäcker und einen Zimmermann, einen Kfz-Mechaniker. Das heißt, alle die häufig Berufe die, oder Tätigkeiten, die gar nicht in so einem hohen Ansehen früher standen. Aber wenn man es mal wirklich herunterbricht und sich genau überlegt, sind das eigentlich die Dinge, die elementar wichtig sind. Neues erweitertes Bewusstsein. Wie wollen wir morgen im Einklang mit der Natur und allen Mitlebewesen leben? Also ich denke, dass das Thema Bewusstseinserweiterung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Wir können viel über Technik sprechen.
Wir können viel über Autarkie, Selbstversorgung, über Edelmetalle reden, alles schön und gut, gehört auch alles dazu, ist alles wichtig. Aber letztendlich geht es natürlich darum, sich bewusst zu werden, dass wir mehr verbrauchen, als die Erde zurzeit an Ressourcen hergibt. Und dann ist die Frage, können wir so weitermachen, wollen wir so weitermachen? Wir tragen ja letztendlich auch eine Verantwortung für die nächsten Generationen, die nach uns kommen und die auch irgendwann nochmal durch den Wald gehen wollen oder auch saures Wasser trinken wollen, was nicht vorher durch 100.000 Filteranlagen geschickt ist, dass es überhaupt noch genießbar ist. Also es gibt einfach auch sicherlich Dinge, die schon in den philosophischen Bereich reingehen. Ein paar Dinge von meinem eigenen kleinen Farmprojekt drüben in Nova Scotia. Gut, Thema Wasserversorgung, Thema eigene Holzversorgung. Ich habe auch so eine alte Küchenhexe, so ein Holzherd, wie man es von Großmutters Zeiten noch kennt. Sehr effektiv, heizt nicht nur, sondern ich kann auch braten, backen, kochen damit. Obstplantagen habe ich einiges angepflanzt mittlerweile. Und das nächste Projekt, was noch ansteht, ist die Errichtung dieses Gewächshauses. Das ist da, wo es noch in Deutschland stand, habe ich mittlerweile nach Kanada bringen lassen. Und da plane ich halt auch eine spezielle Art von Gewächshaus, wo ich einen Teil meiner Selbstversorgung mit gewährleisten kann. Das sind mal so ein paar Dinge, wo ich dran bin, selber neue Dinge zu lernen, andere Erkenntnisse dazu zu gewinnen, die ich früher nicht hatte, und Dinge in der Praxis einfach für mich umzusetzen. Wie können wir das anfangs von mir skizzierte Kontrollsystem am effektivsten aushebeln? Durch Barrikadenkämpfe und Aufstände? Indem wir Banken anzünden und Politiker an die Laternenpfahle hängen? Ja, ich weiß, dass viele da gerne Lust zu hätten, aber letztendlich, wenn wir genau dasselbe tun, was die tun, sind wir auch in keinem Deut besser. Und Gewalt ist da nie eine Lösung. Es hat vor 360 Jahren ein junger Mann im zarten Alter von 20 Jahren, Etienne de la Boétie, wird den meisten nichts sagen, ein Pamphlet geschrieben, was heute noch erhältlich ist unter dem Tenor »Die freiwillige Knechtschaft des Menschen«. Und ich habe das durchgelesen, ich war sehr, sehr beeindruckt von dem, was der Mann, der war 20 Jahre alt, als er das geschrieben hat. Ich konnte es fast nicht glauben, nachdem ich es gelesen hatte, aber es ist tatsächlich belegt. Warum lassen wir uns das alles gefallen? Es gibt Millionen von Menschen, die sich von einer ganz, ganz kleinen Gruppe oder vielleicht auch von einem Einzelnen leiten lassen. Und das habe ich immer nie verstehen können. Was trägt dazu bei? Also es ist natürlich so die Bequemlichkeit der Masse, die Trägheit, die Gewohnheit, das war schon immer so, meine Eltern waren auch Untertanen oder Sklaven, für mich ist das ganz normal. Das Thema Illusionsverliebtheit, die Menschen gucken Fernsehen jeden Tag, obwohl sie wissen, dass alles, was dort gezeigt wird, Illusion ist. Aber sie lieben es, sie können den Fernseher, wenn man den wegnimmt, den meisten Leuten, da kommen die nicht mit klar. Und natürlich das Thema Erlösungssehnsüchte. Wer anders muss etwas dafür tun, dass das jetzt besser wird. Oder das werden die da oben ja nicht zulassen, dass das und das jetzt passiert. Also diese wirklich naive Denke. Und da fällt mir immer dazu ein, oder sobald Vernunft Disziplin erfordert, verlieren wir uns alle immer in der Ausrede. So, wenn wir merken so, ja, wir müssten was machen, aber ich muss natürlich dranbleiben, ich muss selber was tun. Wenn ich frei sein will, also dann muss ich was dafür tun. Freiheit kommt nie von allein, sie ist immer nur da, wo sie gerufen wird. Und das sind diese Dinge, wo ich selber gucken muss, dass es bei mir anfängt. Also gegen diese ganze Illusionsverliebtheit, Bequemlichkeit und Trägheit ist natürlich jede vernunftbezogene oder realitätsbezogene Vernunft hoffnungslos unterlegen. Und das ist der Grund, weshalb unsere Politiker-Darsteller uns kontinuierlich Unsinn verkaufen können und die Menschen mitmachen. Wenn Sie jetzt als Beispiel unsere qualitätsfreien Parteien nehmen und wir hätten jetzt eine neue Partei. Unsere bisherigen Blockparteien erzählen den Leuten, ja, wir haben alles im Griff, alles wird gut, wir haben das Universalrezept, wir machen das. Die neue Partei mit vielleicht integeren Leuten dabei, die das ernst meinen, haben ein wirklich knallhartes Parteiprogramm und sind auch in der Lage, es den Menschen zu erläutern und stellen den Menschen dar, dass wir im Prinzip in einem künstlichen Wachkoma gehalten sind, dass wir seit 30 Jahren Konkursverschleppungen machen hier in dem System, seit 40 Jahren vom Substanzverzehr und von Neuverschuldung leben. Der gefühlte Wohlstand basiert auf Neuverschuldung. Und wir müssen wirklich einen kompletten Systemumbruch machen, um dieses Ding noch die Kuh vom Eis zu kriegen. Und das erfordert aber 5 Jahre oder 10 Jahre jetzt ganz knallhart von uns allen
eigenständiges Handeln, Opfer, Eigeninitiative und all diese Sachen. Was glauben Sie, wer gewählt würde? Diejenigen, die erzählen, alles wird gut, ich habe das Kuschelkonzept und ihr müsst nichts tun, wir kümmern uns drum. Das ist immer das, was ich nicht verstehe. Normal ist es so offensichtlich, was da gelogen wird. Und derjenige, der die Wahrheit sagt, der würde niemals ausreichend genug Stimmen kriegen, um überhaupt nur über die 5%-Hürde zu kommen. Und das ist immer das, wo wir uns an die eigene Nase packen müssen. Ich denke mal, da liegt auch der Kasus Knactus in vielen Fällen. Wenn wir das schaffen, diese Dinge zu überwinden, dass das System da nicht mehr mit unseren Schwächen arbeiten kann, dann haben wir gute Möglichkeiten, einfach Dinge zum Besseren zu verändern. Wenn wir an System was verändern wollen, dann sollten wir uns überlegen, ob wir an deren Spiel noch teilnehmen oder ob wir das Spielfeld nicht verlassen. Wir brauchen nichts bekämpfen oder wegmachen, wir brauchen das System nur nicht mehr unterstützen. Nicht mehr unterstützen durch unser Schweigen, wer schweigt, stimmt zu, oder durch unsere Teilnahme am Spiel. Sie können nicht darüber klagen, dass im Kino die Karten bei Ihnen im Ort zu teuer sind, wenn Sie jede Woche regelmäßig zweimal ins Kino gehen. Dann legitimieren Sie den Kinobesitzer, der hat dann das Gefühl, es ist ja alles in Ordnung, die machen ja alle mit, alle spielen mit. Und das heißt, sich Stück für Stück, peu à peu, aus diesem System zurückzunehmen, deren Geld nicht mehr zu benutzen, Edelmetalle zu kaufen, am besten privat, nicht über eine Bank. Wenn Sie welche Leute haben, die Ihnen privat Ihre Metalle verkaufen, sind Sie nirgends registriert, lagern Sie es selber, lagern Sie es nie bei einer Bank, sondern Haus, Hof, Garten, eigene Kreativität ist da gefragt. Diese Sachen, nutzen Sie deren Medien nicht mehr, nutzen Sie andere Möglichkeiten, sich zu informieren. Internet geht zurzeit noch wunderbar, Vorträge ist ganz wunderbar, deswegen ist das toll, dass das heute so organisiert ist, dass alle die Möglichkeit haben, nicht nur hier zuzuhören, was die Referenten sagen, sondern auch, dass sie sich untereinander kennenlernen. Häufig ist es so, ich spreche bundesweit aufgrund meiner Beratungen und Vorträge mit vielen Menschen, die immer das Gefühl haben, ich bin der Einzige bei mir im Ort, der hier querdenkt. Alle anderen glauben, ich habe sie nicht alle. Man ist da wirklich verleitet zu denken, dass man einer von ganz, ganz wenigen ist. Das ist nicht der Fall. Es sind ganz viele Leute, die innerlich im System, ähnlich wie bei mir, wie ich es empfinde, für mich schon lange gekündigt haben. Die schon lange bereit sind, andere Wege zu gehen, die schon lange irgendwas anderes anstoßen wollen, auch in der Praxis umsetzen wollen. Und ich werde Ihnen gleich nochmal eine kurze E-Mail, die ich von einem jungen Mann bekommen habe, vor wenigen Wochen, was mich sehr beeindruckt hat, vorlesen. Die zeigt, und es gibt immer mehr solcher Beispiele, die zeigt, dass ganz viele, jeden Alters, mir macht es immer sehr viel Mut und Freude, wenn ich merke, dass es ganz junge Menschen sind, die das auch schon registrieren, die sich nicht verblöden lassen. Ne? Unterhaltungsprogramm. Unterhaltungsprogramm kommt von unten halten. Ne? Und Nachrichten kommen davon, dass sie sich danach richten sollen. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten, dort auszusteigen, wenn ich deren Strukturen nicht mehr benutze. Benutzen Sie deren System nicht mehr. Und entziehen Sie ihm damit Ihre Legitimation. Schaffen Sie sich eigene kleine Strukturen und Netzwerke. Das Thema liegt auf kleinen Strukturen, regionale Dinge wieder. In einem Dorf zum Beispiel, wenn Sie 200, 300 Einwohner haben, wo jeder jeden kennt, ich sage mal so dieses berühmte Asterix-Dorf, der Zaun ist drum, draußen tobt der Wahnsinn, innen drin funktionieren aber die Strukturen. Es gibt einen Bäcker, es gibt einen Fischer, es gibt einen Zimmermann, es gibt einen Dorfältesten oder einen Bürgermeister. Wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft, dann haben Sie als Bürger innerhalb der kleinen Strukturen immer die Möglichkeit, an die Verantwortlichen direkt und persönlich heranzutreten. Das heißt, Sie wissen, wo der wohnt, Sie können sich abends mit Ihren 10 Freunden mal bei denen vor der Haustür einfinden und können da mal an der Tür klopfen, können sagen, das gefällt mir nicht, was Sie da gerade machen. Das geht in den großen Strukturen nicht. In Brüssel wissen Sie nicht, wo ein Herr Barroso wohnt privat oder Van Rompuy oder Merkel oder Schäuble. Diese Leute verstecken sich in der Anonymität. Und deswegen sind diese kleinen Strukturen wichtig. Sie kennen Ihre Leute, Sie kennen die Stärken und Schwächen von den Leuten, mit denen Sie da zu tun haben. Und Sie können sich mit den kleinen Strukturen, mit anderen kleinen Netzwerken zusammentun. Das ist also diese Grasnarbenrevolution. Also wirklich kleine Strukturen miteinander schaffen und vernetzen. Außerhalb deren Systeme. Gründen Sie keinen Verein, dann sind Sie wieder im Vereinsregister. Machen Sie einfach eine Interessensgemeinschaft oder einen Stammtisch oder wie auch immer Sie das Ding nennen wollen. Aber nicht wieder, dass Sie wie ein Verein wieder steuerpflichtig werden, dann sind Sie wieder in deren Strukturen drin. Bleiben Sie außerhalb derer Strukturen, dann brauchen wir keine Banken anzünden und wir brauchen keinen Aufhängen. Das ganze System basiert darauf, weil wir alle es legitimieren, weil wir mitmachen. Beim Geldsystem, bei den Medien,
bei der Energie und bei den Lebensmitteln. Nur mal so als Beispiel. Also weg von Gewalt zur Freiwilligkeit, weg von Pistole zum Vertrag, von Zensur zum freien Wort, zu Sozialismus und Umverteilung hin zum Eigentum, Politikerversprechung zum Handeln und Umsetzen. Das größte Hindernis für ein totalitäres System ist der eigenständig denkende, eigenverantwortlich handelnde, fleißige, bescheidene, kreative, liebevolle Mensch, der für seine Freiheit aktiv eintritt. Echte Autarkie bedeutet, jeglichen von außen an einen herangetragenen Machtanspruch ignorieren zu können. Das ist ein Spruch, den ich von meinem Freund Andreas Klaus entliehen habe, aber der ist sehr zutreffend. Autarkie ist nichts weiter wie aktiver Selbstschutz. Haben Sie den Mut zu handeln? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das fand ich ganz interessant. Also das war vor wenigen Wochen, den Namen verändere ich jetzt mal, der tut nichts zur Sache. Da hat uns folgende E-Mail bei Autarke Welt erreicht. Guten Tag, liebes Autarke Welt-Team. Mein Name ist Peter Pan und ich bin 19,5 Jahre alt und wohne 20 Kilometer nördlich von sowieso. Der kommt also aus Süddeutschland. Ich tätige gerade eine Ausbildung als Fliesenleger inklusive Fachhochschule. Mir ist es sehr wichtig, mit meinen Händen zu arbeiten, denn sowas ist im Leben, ob autark oder nicht, mehr als nützlich und es bereitet mir persönlich viel Freude. Wenn man mal genauer hinter unser geregeltes Leben hinschaut, egal ob Öl, Strom, Wasser oder andere Güter, dann wird man schnell merken, dass das System bröckelt und so etwas auf Dauer nicht gut gehen kann. Kurz und knapp, wenn es irgendwann hart auf hart kommen sollte, möchte ich, wenn möglich, nicht in der Scheiße sitzen. Ich lese jetzt mal so vor, wie ich es gekriegt habe. Zudem stört mich die Abhängigkeit und Manipulation im Bereich Elektronik und Medien. Ich würde gern einen Neuanfang beginnen in einer Gesellschaft, in der andere Werte zählen und in der das Leben wieder lebenswert ist. Da das heutzutage immer schwieriger zu erreichen ist, bin ich auf der Suche nach einem freien Leben. Gerne würde ich nach meiner Ausbildung in ein anderes Land reisen und in einer Siedlung mitleben und mithelfen. Natürlich bin ich bereit, auch eine neue Sprache zu lernen und hart zu arbeiten. Wäre das grundsätzlich möglich oder welche Bedingungen müsste ich erfüllen? Also ich fand das schon ganz interessant und das macht auch Mut, oder? Da vorhin Friedrich Schiller schon mal mit Endzitat zitiert wurde, halte ich mich jetzt mal an Johann Wolfgang von Goethe. Wenn ihr rüstet, so rüstet euch im Geiste. Und wollt ihr Sicherheit, dann seid gerecht. Tschüss.